größten Escape Rooms in Minecraft. Das sind quasi Räume, aus denen man versucht rauszukommen, indem man Rätsel und Aufgaben löst. Insgesamt gibt es 8 große Module. Gemeinsam mit dem Royal Pixels Bauteam haben wir es also geschafft, dieses Event auf die Beine zu stellen. Es gibt 4 25er Teams und am Ende gewinnt das Team, welches als erstes alle 8 Module gelöst hat und am Ziel ist. Das ganze Event habe ich auf Twitch gestreamt, twitch.tv/tiatv. Gerne abchecken, erst in der Videobeschreibung, Daily Streams. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit diesem unfassbar geilen Video. Doch erstmal zu den Modulen. Im ersten Modul muss man Eis schmelzen, um Wasser zu bekommen. Im nächsten Raum muss man alle Zutaten für einen Kuchen finden, um ihn zu craften und schließlich den Kaktus kaputt zu machen. In Raum 3 muss Wasser und ein Eimer gefunden werden. Next one, dieser Hebel baut eine Brücke. Aber wie kommst du rüber? Hier muss man eine Angel finden und das Item fischen. Das Item, was hier rauskommt. Hier geht es um diesen Trichter. Sobald man dort ein bestimmtes gefundenes Item reinwirft, öffnet sich die Eisentür. Das vorletzte Modul ist eine Lush Cave. Hier müssen alle Druckplatten gefunden werden und gleichzeitig betätigt werden. Und angekommen im letzten Raum geht es darum, eine Redstone Torch zu finden. Diese muss anschließend auf den Raw Gold Block platziert werden. Und damit öffnet sich die Tür zum Sieg. Das heutige Event ist ein Escape Room Event in der 1.17.1. 4 25er Teams werden gegeneinander antreten. Welches Team schafft es als erstes ins Ziel? Ihr braucht MC-Kenntnisse, aber nicht so krasse. Ihr könnt jetzt alle ins Event rein. TPT Teams, ein riesiger Escape Room mit 8 Modulen. Welches Team schafft es als erstes ins Ziel? Das wird huge. Ich hab richtig Bock, Digga. Das Event startet. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Okay, die Leute laufen hier schon los. Die Spieler suchen hier schon nach den gewissen Hinweisen, nach den Rätseln. Ihr könnt miteinander reden, ihr könnt euch absprechen. Versuchen hier gerade schauen, wie kann das denn hier funktionieren? Vielleicht kann man da ja runterspringen. Aber nein, man stirbt, wenn man da runterspringt. Alright, Spielesause hat hier, glaube ich, eine Kiste gefunden. Okay, er versucht hier was abzubauen, aber leider nicht, Sniperbot. Die Spitzhacke ist für was anderes da. Cola. Oh, Cola und Krusty haben einen Geheimraum gefunden. Was ist denn hier drin? Was macht man mit dem Ofen? Sie geben jetzt alle Cola die Items. Die Absprache scheint da zu sein. Ein Team hat wahrscheinlich schon die Lösung. Oh, und sie haben es geschafft. Team Emerald hat die Lösung gefunden für den ersten Raum und sind nun im zweiten Raum. Was ist hier? Hier ist ein Kaktus. Was könnte man mit diesem Kaktus machen? Der Kaktus muss weg. Wie macht man einen Kaktus weg? Hier wurde schon ein Item gefunden. Warum kann man hier Kühe spawnen? Warum sind hier 2 Öfen? Ich weiß es nicht. GG. Lösungsansätze sehe ich noch nicht. Was? Er hat hier schon Milch in der Hand, okay. Moonshine hat einen Hinweis gefunden. Es gibt nämlich auch Hinweise, Freunde. Jetzt geben die Leute hier alle die Items an Joppeldopper. Joppeldopper ist also hier die Lootbox, die laufende. Wasser hat natürlich nicht funktioniert. Nice try. Oh. 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 Oh my God. Das war's komplett. Raum 3 wurde erreicht. Was könnte hier der Lösungsansatz sein? Eosos Team ist auch hier am Grübeln. Was könnte man hier drin machen? Wollen wir uns alle aufeinander stellen? Nein, es hilft nicht. Aber Akaya Nagato hat 2 Items in der Hand. Hier ist Lava, Dripstone, Diamanten, Erze, beliebige Art und so weiter und so fort. Okay, Moonshine baut hier Eisen ab. Weiß nicht, ob das die Lösung ist. Vielleicht ist es die Lösung, vielleicht ist es nicht die Lösung. BVB-Vogels Team ist immer noch bei Raum 1. Holy shit. Okay, also ich sag mal so, Leute. Team Gold ist noch ein bisschen weit hinten. Schickis Team. Spielesause hat, glaube ich, gerade eine Kiste gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, Raum 3 wurde bewältigt vom Team mit Dapiku, Cola, Nationalhymne, YouTube-Studios und so weiter. Jetzt bin ich gespannt, was ist in Raum 4? Das ist jetzt eine harte Nuss-Chat. Die Räume werden auch meiner Meinung nach immer ein bisschen schwieriger. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Igloo, ein schönes. Wir haben hier eine Schlucht. Die Map ist mit Schnee bedeckt. Hier sind Kaninchen, die werden gerade getötet. Warum macht ihr das? Die Leute wollen hier natürlich an die andere Seite der Schlucht gelangen. Nur wie kommt man auf die andere Seite der Schlucht, ohne durch den Schnee, besser gesagt den Pulverschnee zu fallen? Wie könnte man hier über die Brücke kommen, ohne durch den Pulverschnee zu fallen? Die Leute versuchen hier schon irgendwie geheim Wege zu finden oder irgendwas. Aber die meisten sind ja doch stuck bei den Kaninchen. Was ist mit den Kaninchen? Wie am Bauernhof. Ich bin so lost, Chat. Was mache oder laber ich überhaupt? Im Iglu das Fleisch braten? Aber wieso? Wir tippen uns mal zum Moonshines Team und schauen, was die hier an Lösungsansatz finden. Moonshine versucht ja gerade irgendwelche Kisten wahrscheinlich zu öffnen. Hat hier aber einen Hinweis gefunden. Aber ich glaube, hier wurde schon der Lösungsansatz gefunden. Oh, sie sind durch. Sie sind durch, Leute. Die Brücke wurde gebaut und sie sind durch. Let's go. Also haben wir auch ein weiteres Team. Und zwar das Team... Das ist das Team Lapis, Chat. Team Lapis... Nee, irgendein Team, Digga. Irgendein Team hat es gerade auf jeden Fall in Raum 5 geschafft, Mann. Raum 5 wurde erreicht. Was könnte hier der Lösungsansatz sein? Was liegt denn hier? Was ist das denn? Eine Druckplatte, die hier liegt. Wie kommt man wohl in diese Tür rein? Ich würde sagen, dieser Raum ist der leichteste von allen im ganzen Escape Room Event. Mal schauen. Ich glaube, es ist jetzt jedes Team in Raum 5, oder? Scheint so. Okay, Leute. Sie haben es geschafft. Das ging schnell, okay. Nächster Raum wurde erreicht. Das Team von Blaubeerschorle. Welches Team das auch immer ist. Ein Team hat es bereits in Raum 6 geschafft. Hier ist ein schönes
Einfamilienmillionärshaus zu sehen. Okay, die Leute gehen hier schon an die Stachelsträucher und es wurde schon etwas gefunden. Nur was ist hier der Lösungsansatz? Sucht nach Hinweisen, sucht nach Büchern für die Hinweise. BVB Vogels Team ist immer noch, welches am Anfang so weit hinten lag, bei Raum 2. Wir schauen mal bei Moonshine. Moonshines Team ist hier schon in der kleinen Höhle in Raum 6. Was ist das denn? Hier das Knochenmehl hineingeben. Was könnte das wohl bedeuten? Die Leute suchen hier schon im Haus nach Hinweisen, nach Loot in den Kisten. Black Pearl ist hier oben beim Schlafzimmer. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, Leute, tatsächlich sind alle Teams, außer ein Team, bei Raum 6. Ein Team ist bei Raum 2 stuck. Es kann auch sein, dass das Team, welches ganz hinten liegt, es irgendwie noch schafft, Freunde. Raum 6, Lösungsansatz wurde immer noch nicht gefunden. Mal sehen. Ist was hier unter der Brücke vielleicht? Who knows? Ist was in dem Haus? Also, Raum 6 wurde jetzt komplett leer gelootet, aber was ist hier der Lösungsansatz. Raum 6 scheint eine harte Nuss zu sein, Chat. Aber ich darf euch auch keine Hinweise geben. Vielleicht sollte man auch aufs Dach. Wer weiß. Kuro der Pinguin ist auch hier. In der kleinen Lush Cave hier. Nur hier ist anscheinend auch nichts. Hier sind nur zwei Barrels und das war's. Eoso versucht hier was unter der Treppe zu finden, aber auch hier, Eoso, ist nichts, leider. Was ist der Lösungsansatz, damit man hier durchkommt? Und das Team, welches ganz hinten lag, ist nun auch in Raum 3. Und das Team von Moonshine, Ian und so weiter hat es in Raum 7 geschafft, Freunde. Hier ist eine riesige Höhle. Einer versucht sich ja gerade schon im Lava umzubringen. Was könnte in dieser Höhle sein? Die ist sehr schön dekoriert, muss ich sagen. Hier sind Jump'n'Runs und so weiter und so fort, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Und ich glaube, hier wurde schon was gefunden. Jonas hat eine Druckplatte gefunden. Aber was macht die Druckplatte? Ich sag so, Chat. Chosen hat auch eine Druckplatte gefunden. Okay. Okay, Ayano hat hier einen Schalter gefunden. Anscheinend ist Team LOL. Okay, das führende Team ist im letzten Raum angelangt. Holy crap. Das heißt, ein Team ist jetzt schon im letzten Raum. Das schnellste Team. Ich bin wirklich überrascht tatsächlich. Was ist hier? Hier ist ein schöner Park mit Bäumen. Ich glaube, der Raum hier ist gar nicht so schlimm. Also ich finde, auf jeden Fall, die Map ist sehr geil geworden. Nochmal big, big kisses an die Bilder von Royal Pixels, die geholfen haben. Team Gold ist immer noch stuck bei Raum 3. Ich glaube aber tatsächlich, jedes Team ist mittlerweile beim letzten Raum angekommen, außer Team Gold, Freunde. Hier ist Wasser, diverse Druckplatten. Vielleicht ist auch was im Wasser, Freunde. Man muss wirklich alles durchschauen. Und hier entdecken die gerade, dass etwas hier auf diesen Glowstone-Block platziert werden soll. Nee, Raw Gold. GG. Dumm. Es sind gerade drei Teams beim letzten Raum. Es wird actually sehr, sehr spannend. Es kann sein, dass Team Lapis vorne ist. Es kann auch sein, dass Team Redstone vorne ist. Welches Team es als erstes schafft, wird jetzt actually sehr spannend. Es gibt drei von vier Teams, sind schon im letzten Raum angekommen. Ich glaube, Banana Matcha hat was gefunden und möchte alle hier darauf hinweisen, dass hier irgendwas ist mit diesem Block. Und Team Gold hat es nun geschafft und ist auch schon beim vierten Raum angekommen. Team Gold holt auf, Leute. Unsortiertes das hat hier White oder Grey Dye? Ich weiß es gerade gar nicht. Natürlich ist es schlauer, dass man alle Items einer Person gibt, damit auch eine Person alles machen kann. Team Gold hat die Brücke hingekriegt. Jetzt liegt es nur noch an Mika, dass er diesen Schalter umlegt. Sie rätseln hier, was könnte man auf dem Block platzieren? Ich bin sehr, sehr gespannt, welches Team es als erstes schafft, actually. Finetus steht hier ratlos mit dem Redstone. Sie sammeln sich alle am Ende des Raumes. Ist das ein Zeichen? Ich weiß gerade nicht, ob sie es geschafft haben. Haben sie es geschafft? Ich meine, sie sammeln sich auf einmal hier alle. Hey, alle Items zu mir! Alle Items zu Finetus! Wir müssen was craften! Wir schaffen das! Und... sie sind durch! Team von Chosen hat's geschafft. Wer geht auf die Druckplatte? Chosen macht es. Und? Welches Team ist das? Team Lapis hat gewonnen. Team Lapis hat es durch den Escape Room als erstes geschafft, Freunde. Redstone hat es nun auch ins Ziel geschafft. Es hat sich wirklich um Sekunden gehandelt. Gold ist immer noch bei Raum 4. Leider habt ihr es nicht geschafft. Emerald hat es auch ins Ziel geschafft. Das heißt, Freunde, Team Lapis erster Platz, Team Redstone zweiter Platz, Team Emerald dritter Platz und Team Gold vierter Platz. Danke an alle, die da waren. Ihr seid im Video. Huge.